Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute geht es mal wieder um die Tuning-Wurfarme, diesmal Teil 2. Wir schauen uns die verbleibenden Wurfarme an. Und wenn du das sehen willst, bleib dran. Ja, im letzten Stinger-Tuning-Video haben wir uns schon einmal die Tuning-Wurfarme angeguckt und da haben wir uns den 90er angeschaut, den Vlad 90er, der bei ca. 120 landet. Und dann haben wir noch meine Prototypen getestet, nämlich den 120er von Steamboat und den 150er von Steamboat. Beide waren damals aber nur als Prototypen da. Ja, und heute schauen wir uns im Grunde alle restlichen Wurfarme an. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal von links nach rechts durch. Wir haben hier den 75er Wurfarm, den Advanced. Der lässt sich bestimmt am besten vergleichen mit dem alten 80er Wurfarm der Stinger Serie 1, der grüne Pro. Das ist auch 80, ist identisch mit dem 80er der Redback. Und ja, hier bin ich doch mal sehr gespannt, wie die beiden sich tatsächlich jetzt unterscheiden. Im Anschluss messen wir dann noch einmal meinen 120er Prototypen und vergleichen das dann mit dem 120er frisch aus der Packung. Und da zeige ich euch dann auch, wie ich den einbaue in die Schnellwechselsysteme. Ja, und dann machen wir einen Vergleich. Dieser 120er Prototyp gegen einen 120er so aus dem Werk. Mal schauen, wer gewinnt. Ja, und am Ende habe ich dann noch ein kleines Leckerli für euch, denn am Ende schauen wir uns den 130 Pfund CrossbowTuning.com Doppelwurfarm an. Und dann gucken wir mal, wie viel Meter pro Sekunde der erreicht. Für die Tests heute benutze ich diese Bodkin-Pfeile von Steamboat. Ich habe die vorher gewogen, die wiegen alle exakt 14,69 Gramm. Gut, einer nicht, der wiegt 14,7 Gramm. Ist, glaube ich, in Ordnung. Das ist eine Abweichung, mit der kann ich sehr gut leben. Wir fangen mit dem 75er an. Ich habe jetzt hier ein neues Red Dot drauf, was ich mal ausprobieren wollte. Hat ein ganz cooles Absehen, wie ich finde. Und das Ganze ist ein EOTech-Klon. Das ist kein echtes EOTech. Die kosten so 600, 700, 800 Euro. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, sich das auf eine Stinger draufzusetzen. Das Ding hier gab es auf Amazon für 85 Euro. Ist auf jeden Fall verlinkt. Und Stand jetzt kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Es sieht cool aus. Es ist halt ein ziemlicher Klopper. Es ist echt groß, ne? Aber wen das nicht stört, der findet auf Amazon für 85 Euro ein 1:1 EOTech Klon, der es echt in sich hat. Und das Absehen gefällt mir halt echt gut. Ne? Das ist der 556 Klon übrigens. Also ihr habt diesen ballistischen Drop. Alter, diese Fliege. Back ist halt. Muss man einfach lieben. So, der Kroni steht. Und jetzt schießen wir mal mit dem 75er. Drei Pfeile, ziehen uns davon den Durchschnitt und im Anschluss kriegt ihr dann die Leistungsdaten. Der erste Schuss. Es ist echt einfach zu spannen übrigens. 49,4. Und der zweite Schuss mit 75 Pfund. 49,4, also exakt das gleiche. Und der dritte. 49,4. Ich habe das mal ganz entspannt im Kopf gerechnet und ich komme jetzt nach Adam Riese auf 49,4. Wer hätte das gedacht? Das ist ein Wert, mit dem können wir jetzt erstmal so gar nichts anfangen. Wir brauchen den Vergleich. Den 80er habe ich in meiner Survival und zwar ist das hier die immer mitnehmen Survival. Ne? Also hier sind keine Spannstangen dran, aber dafür kann ich das Ding innerhalb von wenigen Sekunden zusammensetzen und benutzen. So, und jetzt schauen wir doch mal, was der 80 Pfund Wurfarm der Stinger 1 hier an Werten liefert. 50,6. Und der zweite. 50,2. Und der dritte Schuss. 51 Meter pro Sekunde. Man kann also sagen, der 80er Bogen ist tatsächlich ein Ticken stärker als der 75er. Wenn man das aber mal mit 3 Satz ausrechnet, dann kommt man drauf, dass dieser kleine Sprung, den wir hier haben, von 75 auf 80 eine Steigerung von 6,67% bedeutet. Die Energie in
Joule steigt aber nur um 4,97%. Die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde steigt sogar nur um ca. 2,43%. Das heißt, der 75er Wurfarm ist tatsächlich effizienter. Und ich persönlich muss echt sagen, der 75er gefällt mir richtig, richtig gut. Also ich hatte den vorletztes Wochenende mal mit in der Kiesgrube und habe einfach mal auf 30 Meter damit geschossen. Und das hat echt gut funktioniert. Und das Geile ist, man kann jeden Pfeil schießen. Wirklich jeden Pfeil. Also auch die billigen Amazon-Pfeile von Winifred Mira und sogar die leichten von S&K. Und das Trefferergebnis auf 30 Meter, natürlich wie immer, freistehend und auch total schnell geschossen und nicht großartig auf die Atmung geachtet, hat sich echt sehen lassen. Auf 30 Meter habe ich circa einen Streukreis von der Wassermelone. Das finde ich echt in Ordnung. Das Ding ist nur, das hat uns jetzt gerade gar nichts über den Aufwand des Spannens verraten. Und deswegen baue ich jetzt diesen Wurfarm mal in die Stinger Tactical ein. Aber euch muss klar sein, der Test, der jetzt kommt, ist nicht objektiv, das ist jetzt subjektiv. Denn hier geht es jetzt um mein Empfinden, welcher Wurfarm ist denn leichter zu spannen. So, und ich versuche hier mal so leicht es geht zu spannen. Ja, das ist wirklich super, super, super einfach möglich mit dem 75er. Und wir kommen übrigens wieder auf 49,4. Und nochmal spannen. Ja, es fühlt sich an wie der 55er, wirklich. Und nochmal. 49,6. Haha, erwischt. Und der dritte und letzte mit diesem Arm. 49,4. So, und jetzt testen wir mal, wie der 80er sich spannen lässt in der Tactical. Der 80er ist eingebaut und den spannen wir jetzt einfach mal, um zu gucken, wie der zu spannen ist. Wie gesagt, es ist subjektiv. Ich habe jetzt hier nichts gemessen, nur hier oben am Kopf. Aber ich würde sagen, der 80er lässt sich einen Ticken schwieriger spannen als der 75er. 48,7. 49,7, okay. Und 50,7. Was hier schon mal ganz klar auffällt, ist, dass der Advanced Bogen erstens einfacher zu spannen ist und zweitens viel, viel, viel konsistenter ist. Zur Erinnerung, wir haben jetzt gerade 6 Testschuss gemacht und nur einer von diesen 6 Testschuss war nicht 49,4. Der war 49,6, also auch noch sehr nah dran, während der hier ja tatsächlich nach oben und unten total abweicht. Kann ich euch diesen Bogen also empfehlen? Und diesen, um es kurz zu machen, ich finde beide richtig geil, aber der hier gefällt mir noch einen Ticken besser. So, und dann wird es jetzt Zeit, den 120er mal einzubauen und dann zu gucken, wie schneidet denn der 120er Prototyp gegen den 120er in Serie ab. So, was brauchen wir für den Umbau? Wir brauchen letzten Endes den Bogen. Das ist ganz wichtig, wenn man diesen Bogen einbauen will. Und ich persönlich liebe einfach das Schnellwechselsystem. Deswegen baue ich mir den Bogen in ein Schnellwechselsystem ein. Ich bereite mir jetzt hier alles vor. Das heißt, ich habe jetzt hier die Schrauben eingesetzt. Und hier hinten setze ich jetzt das Gummiplättchen ein. Einfach schön mittig, aber das ist ja perfekt eingelassen. Als nächstes packen wir den Bogen aus. Wie man sieht, wird der jetzt anders ausgeliefert, als man es kennt. Wir haben hier eine andere Sehne und man sieht auch schon, wow, diese Mittelwicklung. Das ist was Besonderes. Ich gucke gerade, in welche Richtung das gewickelt wurde, weil wir wollen uns natürlich die Mittelwicklung zudrehen, nicht aufdrehen. Das macht ihr, indem ihr rechts und links anpackt, einmal in die Richtung dreht. Dann merkt man eigentlich, es beißt. Also es beißt sich jetzt rein quasi. Diese Spirale dreht sich zu. Das ist perfekt. Das ist das, was ihr haben wollt, weil dann stabilisiert sich die Mitte noch mehr. Wenn ihr es in die andere Richtung macht, dreht ihr das Ganze auf. Das wäre schlecht. So, das heißt für mich so rumdrehen. Aber das erstmal nur ganz leicht eindrehen. Wir fangen jetzt mal direkt an, den Wurfarm hier einzubauen. Dazu orientieren wir uns mal hier an diesen Strichen und an dem Gummipad. So, dass das Gummipad im Grunde genau an den Strichen anliegt. Also so hier. Und jetzt klappe ich das zu. Es ist nicht schlimm, wenn das nicht ganz perfekt ist, weil wir richten das später eh noch einmal perfekter aus. So, aber jetzt kommt erstmal die Rückseite hier dran. Das sind diese beiden Balken. Dazu füge ich hier die Schrauben schon mal in die Balken ein. Und jetzt setze ich die hier drauf. So. Ich ziehe die meiste mal ein bisschen mit den Fingern an, bevor ich das Werkzeug nehme.
Gleiche auch auf der anderen Seite. Und jetzt ziehen wir die Schrauben leicht an. Leicht. Wir wollen das noch nicht bombenfest haben. Wir wollen das erstmal nur, dass es so ein bisschen in Form gehalten wird. Aber es ist jetzt noch nicht final festgedreht. So, jetzt gucke ich mir einmal an, ob das von der Symmetrie her passt. Dazu lege ich mir hier jetzt den Bogen quasi auf die Recurves und schaue dann einfach mal ganz plump so, ist das gerade? Ist gerade. Jetzt könnte man es theoretisch schon festziehen, wenn man denn wollte. Aber ich möchte hier das Maximum an Präzision rausholen. Und deswegen hole ich mir jetzt einen Grundkörper als Hilfe. Das ist jetzt in meinem Fall eine Survival. Das spielt bei euch aber gar keine Rolle, was das ist. Kann auch genauso gut eine Tactical oder Compact sein. Aber ich würde euch tatsächlich empfehlen, das Magazin abzuziehen, damit ihr besser rankommt. Jetzt setzen wir diesen Wurfarm ein. Und im Anschluss packen wir jetzt hier rechts und links so, dass diese Backen richtig spack am Grundkörper sitzen. Und während wir das hier so festhalten, ziehen wir jetzt die Schrauben an. Der ist dann leider nicht ganz so fix, aber ihr holt euch damit auf jeden Fall das Maximum an Präzision raus. Und ganz ehrlich, das wollen wir doch alle. Dabei wirklich immer festhalten, ne? Bringt nichts, wenn ihr jetzt anzieht und nicht festhaltet, dann hättet ihr das eben auch festziehen können. Macht keinen Unterschied. Das ist ein bisschen ätzend, weil man kann immer nur eine halbe Umdrehung machen an der Stelle. Aber glaub mir, auf lange Sicht lohnt sich das. Mein Tipp ist hier wirklich, macht das am Anfang einmal richtig, dann hat sich das erledigt und ihr müsst dann nicht später nochmal die Schrauben lösen und noch einmal justieren. So, jetzt sind alle Schrauben festgezogen und das Ding hat wirklich gar kein Spiel mehr. Also zumindest nicht rechts, links. In der Survival hätte es natürlich nach oben Spiel. Deswegen würde man jetzt hier eine Schraube reindrehen vorne. Aber wir setzen das ja wieder in die Tactical. Und jetzt bin ich mal gespannt. Die 120 Pfund Tactical. Sehne drauf. Die Alu-Endkappen sind dabei. Das ist klasse. Ich hatte ja echt befürchtet, dass wenn die Alu-Endkappen immer dabei sind, bei allen Bögen höher als 90, dann kriegst du die Bögen nicht unter 100 Euro. Aber glücklicherweise hat Steamo die Preise nach unten korrigiert. Es gibt einen Punkt bei den Alu-Endkappen, den mag ich gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Und zwar beim Aufziehen der Sehne fallen die gerne mal runter. Das nervt. Ansonsten finde ich die geil. Ich stelle es jetzt einfach auf die eine Seite, dann kann es da schon mal nicht runterfallen. Und die Seite ist ja jetzt oben, also kann es auch da nicht runterfallen. Und wir machen die Spannhilfe drauf. Und dann ziehe ich mir mal die Sehne auf. Und das mache ich dann doch einfach mal so. So, jetzt machen wir die Sehne drauf. So, und wir möchten wieder zwischen der zweiten und der dritten Rippe landen beim Eindrehen. Also, dass die Sehne später hier liegt oder hier, also zwischen. Und das regulieren wir, indem wir die Sehne eindrehen. Dann gucken wir doch mal, wo die Sehne jetzt landet, wenn wir entspannen. Ja, wir sind kurz hinter der zweiten, aber wir haben auch noch Platz beim Eindrehen. Dementsprechend machen wir das auch und drehen hier einfach wirklich bis zum, ich sag mal, bitteren Ende ein. Ne? So. Und jetzt sind wir da, wo ich zumindest hin will. Warum will ich da eigentlich immer hin? So weit nach hinten. Das könnte ja schädlich für den Wurfarm sein. Vielleicht. Ja, theoretisch, klar. Ich kann euch aber versichern, die Wurfarme halten trotzdem ewig. Ja, der Grund, warum ich die Sehne immer so weit eindrehe, ist einfach, ich bin der Meinung, und ich habe auch einfach die Erfahrung gemacht mittlerweile, dass die Sehne so länger hält. Weil sie einfach nicht immer dagegen stößt. Sie kann frei ausschwingen und ballert nicht hier gegen. Weil das hier sind keine Dämpfer, das sind Spannstangen. Und ja, warum auch immer, aber es gibt einen Hersteller tatsächlich, der plant genau das, was wir hier umgehen wollen, plant der genau mutwillig. Aktuell. Für eine Armbrust, die eigentlich noch 2023 erscheinen soll. Oh my God. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Aber jetzt testen wir mal. 120, nominal, kommt so aus dem Werk. Und ich habe hier einen, da hat jemand mit einem weißen Fineliner 120 draufgeschrieben. Der Prototyp. Und jetzt vergleichen wir die beiden mal. Hat sich was geändert zwischen Prototyp und jetzt der finalen Fassung? Dazu brauchen wir natürlich wieder unser Messgerät. Und damit wir den perfekten Vergleich haben, nehmen wir wieder exakt die gleichen Pfeile. Also wirklich die exakt gleichen Pfeile. Das heißt, ich schieße die jetzt ins Ziel und danach hole ich die wieder und schieße mit der nächsten. Klar, ich könnte auch die anderen nehmen, die wiegen ja das gleiche, aber nee, wir wollen es ganz genau wissen. 14,69 Gramm, ne? Zur Erinnerung. Und das Sling ist eine Kackidee. So, drei Bodkins, 120er Prototyp.
Metallmagazin, aber das sollte eigentlich keinen Einfluss haben, außer dass es sich cool anhört. 56,9. siebenundfünfzig,sechs. 57,2. So, und jetzt der 120er, so wie er aus dem Werk kommt. Also ich weiß ehrlich noch nicht ganz, was ich davon halten soll, von dem Ding. Schreib du mir mal bitte in die Kommentare, wie du hier diesen EOTech-Klon findest. Ist natürlich ein wirklich legendäres Red Dot. Eine wirklich legendäre Marke. Jeder kennt es eigentlich. Und wenn nicht, dann kennt man halt die Optik aus COD, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Aber es ist natürlich riesig und total überdimensioniert für das Ding. Aber ja, schreib mir mal deine Meinung in die Kommentare. So, jetzt bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Um die 57 Meter gilt es jetzt also zu toppen. Mal gucken, ob wir das schaffen. 57,1. 58,4. 58,2. Er hier ist ein Ticken stärker tatsächlich, hat er also nach unten gestreut. Und das, obwohl er hier jetzt sogar noch die besonders schwere Sehne drauf hat. Das heißt, wenn ich die Sehne drauf hätte, wäre der jetzt wahrscheinlich sogar noch mal stärker. Also ja, mein Prototyp war tatsächlich ein bisschen schwächer, als jetzt das Ding auf den Markt kam. Jetzt wird mich noch eine Sache wirklich brennend interessieren. Und zwar, ich habe von mehreren Leuten gehört, das waren zwei oder drei Leute, bei denen hier oder hier die Sehne kaputt gegangen ist mit dem 120er Wurfarm nach ca. 10 Schuss. Und das würde ich ganz gerne mal testen. Wie kann sowas zustande kommen? Und ist das bei mir auch so? Oder hatten die Leute vielleicht nicht darauf geachtet, in welche Richtung die eindrehen? Weil ja, das fällt gar nicht so sehr auf, dass das so wichtig ist. Weil wenn man mit den niedrigen Zuggewichten hantiert, dann ist das noch nicht so ein Thema. Aber hier bei 120 Pfund müssen wir wirklich jeden kleinen Fehler eliminieren, um halt maximal viel Spaß zu haben. Und deswegen mache ich mir jetzt mein Magazin voll und das schießen wir einfach mal ein paar Mal. Obwohl ins Magazin 6 Pfeile reinpassen, heißt Magazin voll bei mir ja nur 5 Pfeile. Warum? Weil ich es kann. Nein, weil dann die Präzision besser ist. So. Also die Sehne sieht noch top aus. Das geht gut. Das geht auch schnell, das obwohl es 120 Pfund sind. Das macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. So, zweite Runde. Aber hier, ich habe immer noch 120 Pfund drin. Ich habe nicht irgendwie in der Zwischenzeit gewechselt oder so. Und die Sehne ist immer noch top. Das war jetzt Schuss Nummer 13 mit unseren drei Testschüssen. Und Schuss Nummer 18. Und die Sehne hat gar nichts. Also wirklich gar nichts. Diese drei einzelnen Schuss, die nerven mich beim Zählen. Weil das macht mir die Fünferpotenzen kaputt. Deswegen mache ich jetzt hier. Und wir haben Schuss 20. So, und ab jetzt nur noch volle Fünfermagazine. Aber an der Sehne ist echt noch gar nichts. Gar nichts. So, und. Eins. 4. Und saupräzise ist er auch noch. Also, er macht Spaß, er hat richtig Zug, er lässt sich gut spannen. Ja, geiles Ding. Ich übertreibe jetzt mal hier mit den Tests nicht weiter, denn ich will ja selber noch viel von der Sehne haben. Stattdessen messe ich jetzt einfach noch einmal die Geschwindigkeit. Werden wir doch eh schießen. Also. vierzig,sieben, achtundfünfzig,fünf, siebenundfünfzig,sieben, siebenundfünfzig,fünf und siebenundfünfzig,vier. Ja, und also wie man sieht,
Man kann auch hier, ich sage immer, den Reini raus mal machen, also das schnelle Repetieren von hier, es geht. Ne? Aber es geht hier schon ein bisschen auf den Hals, also ihr müsst ja hier mit gegendrücken. Und das geht, aber nur eine gewisse Zeit lang. Besser komme ich tatsächlich klar jetzt mit diesem Wurfarm, wenn ich mir den kurz runternehme und dann von hier aus runterbreche, dann low ready und dann hoch. So mache ich das in der Regel bei richtig schweren Zuggewichten. Und ja, das hier ist ein richtig schweres Zuggewicht. So, aber das war's noch nicht für heute, denn jetzt kommt das Leckerli. Und das Leckerli kommt heute aus dem Hause crossbowtuning.com und hat ordentlich Wumms. Also das hier sind 130 Pfund mit einem Doppelwurfarm. Der Griff, das Ding und auch das Magazin mit Deckel und auch das Red Dot und auch der Schaft sind von crossbowtuning.com. Der Griff hier vorne ist von Amazon. Aber wenn ihr diesen Schaft haben wollt, original von Fab Defense, so wie den hier, dann kann ich euch wirklich den Shop von ISS Protection Trade empfehlen. Ist zwar natürlich teuer, weil es ist ein Originalprodukt, was in Israel hergestellt wurde, aber ihr kriegt mit meinem Gutscheincode MAC10 10%. Und hier kriegt ihr natürlich auch Rabatt, aber hier gibt es nicht den Gutscheincode MAC10, MAC10, sondern nur MAC5 und ihr kriegt hier leider keine 5%, sondern 5 Euro. Besser als nix. Mehr sparen könnt ihr da. Aber das Ding tut's auch. Und jetzt gucken wir mal, was kann dieser 130 Pfund Wurfarm. Ich bin mal sehr gespannt. Boah. Es sind natürlich wieder genau die gleichen Pfeile. Botkins 14,69 Gramm. Also entweder Fehlmessung oder das war eine Fehlmessung, weil da spuckt gar keinen Wert aus. 61,9. Okay. Und 62,9. Okay. Und 63,7. Yo, das ist also wirklich mit Abstand der stärkste Wurfarm hier. Und es macht sau viel Spaß, weil da sau viel Wumms hintersteckt. Und ich schieße direkt nochmal. Ja, hier müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, weil die Pfeile, obwohl die 15 Gramm fast wiegen, dringen einfach bis zu den Vanes in die teure, gute Slider-Matte ein. Das Ding hat richtig, richtig giftige Wucht und richtig heftigen Wumms. Und es macht richtig Spaß zu schießen. 62,5. Oh, ja, da war ich jetzt zu schnell. Wenn sowas passiert, achtet immer darauf, was passiert mit dem Pfeil, den ihr gerade mitgenommen habt. Schiebt ihr den vorne raus, dann müsst ihr den auf jeden Fall rausnehmen. Weil wenn ihr jetzt schießen würdet, würde ein Pfeil nachrutschen, würde sich aber schief im Magazin hinstellen und ihr kriegt einen Fehlschuss ins Magazin. In dem Fall Metallmagazin, das wäre sau ärgerlich. Das wäre richtig blöd. Deswegen immer darauf achten, wenn ihr es einmal nicht geschafft habt zu spannen, warum auch immer, immer kontrollieren, liegt ein Pfeil in der Rinne. Und den müsst ihr gegebenenfalls entfernen. So, es geht aber immer noch sehr gut. Also wirklich. 52,8. Nee. 62,6. 63,2. Und einen letzten haben wir noch. So, der letzte Schuss. 61,7. Wow. Einfach nur wow. Richtig, richtig krass. Ich habe echt schon vergessen, wie heftig der eigentlich ist, weil ich den natürlich hier drin einfach nie schieße. Ne? Wofür? Wofür brauche ich hier über 60 FPS mit 15 Gramm Pfeilen? Brauche ich nicht. Aber geil ist es auf jeden Fall und es macht richtig Spaß. Kann ich euch den empfehlen? Ja, auch den kann ich euch empfehlen. Auch obwohl der teuer ist, kann ich euch den empfehlen. Ich würde euch allerdings empfehlen, den in das Survival reinzupacken. Hab ich auch, aber ich voll doof habe ein Metallmagazin drauf gesetzt, weil ich bin und einfach der Meinung war, ich brauche eine 130 Pfund Tactical, weil die 120 Pfund Tactical nicht reicht.
Ich weiß. Ich weiß. So, und das waren sie alle. Das waren alle Bögen jetzt wirklich. Ja gut, es gibt nur den 55 und den 35. Aber den haben wir ja zur Genüge im Pfeiltest getestet. Und falls du das noch nicht gesehen hast, aber ganz, ganz, ganz dringend sehen willst, gar kein Problem, dann klick doch mal ganz schnell hier oben. Da geht es nämlich zum Pfeiltest, der jetzt auch bald wirklich zu Ende ist. Und dann ist auch mal wieder mehr Platz für mehr Videos. Ich wollte eigentlich seit Ewigkeiten schon den Fenris mal vorstellen. Und auch meine Excalibur und auch die Edda und auch die Siege. Aber was soll ich sagen? Ich habe mich durch den Pfeiltest mit der Stinger einfach noch einmal in die Stinger verschossen. Und komme davon gerade, um ehrlich zu sein, nicht ganz so gut los. Es ist einfach geil. Der Pfeiltest ist tatsächlich jetzt bald auch durch. Es kommt jetzt noch die Präzision mit dem 120er Bogen. Wer hätte das gedacht? Und bevor das kommt, wird es noch ein paar andere Tests geben. Und dann wird es auch schon ein vorläufiges Ergebnis geben, weil nicht jeder will den 120er. Nicht jeder braucht den 120er. Und das verstehe ich auch. Aber ich brauche ihn und will ihn auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Es muss sein. Das Ding ist geil. Kommen wir doch mal zum Fazit. Welchen Bogen würde ich persönlich von all diesen Bögen bevorzugen? Naja, die Frage ist, für was? Wenn du draußen in der Kiesgrube richtig schön auf Distanz gehen willst, mit einer Stinger, ich denke, dann wirst du um die Sachen von crossbowtuning.com nicht rumkommen. Die Sachen sind was teurer, ja, das stimmt, aber die Sachen sind auch wirklich gut durchdacht und funktionieren gut. Diese Doppelbögen, ich weiß, da gibt es sau viele Leute, die darüber schimpfen, von wegen, ja, es sind ja nur zwei Bögen aneinander, kann ja jeder. Dann mach mal. So wie der Tommy das macht, habe ich das noch nie gesehen. Zumindest nicht von der Effizienz und nicht von den Ergebnissen her. Und da rede ich jetzt nicht nur von FPS, sondern auch von der Präzision. Das ist wirklich Wahnsinn. Hut ab! Wenn du aber einfach nur ein bisschen ballern willst, im Keller, im Garten, im Kinderzimmer, weiß ich nicht, dann ist das hier tatsächlich meine Empfehlung für dich. Ja, und wenn du so ein Mittelding machen willst, gerne viel, viel Power hast, aber immer noch eine ganz gute Bedienung haben willst, dann würde ich sagen, der 120er von Steamo ist perfekt für dich. Weil der lässt sich auf jeden Fall leichter spannen als der, hat aber natürlich auch weniger Leistung. Und mit dem Vlad-Bogen ist er ziemlich auf Augenhöhe. Da gibt es Messungen, da ist der Vlad-Bogen einen Ticken vorne, da gibt es Messungen, da ist der Steamo-Bogen einen Ticken vorne. Und ich selbst hatte schon Messungen beider Sorte selbst gehabt. Ist halt manchmal einfach Glück, Pech. Oder Fehlmessung. Wie dem auch sei, schreib du mir doch mal bitte in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat, welcher Wurfarm dir am besten gefällt, welchen Wurfarm du hast und auch welchen Wurfarm du kaufen wirst. Und auch bitte, welchen Wurfarm du auf gar keinen Fall, niemals, ever in your life kaufen wirst. Und auch warum. Das würde mich mal wirklich interessieren. Jetzt bleibt mir eigentlich auch nichts anderes mehr übrig, als mich fürs Zusehen zu bedanken. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Und ich würde mich auch riesig, riesig, riesig freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier bist. Hier. Bei Mac. Modern Archery Germany. Das hier ist ein Outro. Das Magazin ist voll. 120 Pfund. Action. Ja, der Kroni kommt da nicht mit. Ne? Der hat jetzt zwei von diesen fünf Schuss zählen können, weil die anderen zu schnell waren. Also zu schnell hintereinander rauskamen. Einfach geil. Mit 120 Pfund. Da kommen ein paar Joule raus. Ein paar. Ich habe mir sagen lassen, es sind über zwei. Naja, wie dem auch sei, bis denne, Antenne.